Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Live-Summit hier. Leider heute auch wieder ohne Chat, Digga. Weil wir haben es jetzt gerade 6:30 Uhr morgens und ich bin halt gerade nicht live. Ja? Ich will heute ein bisschen entspannteren Tag haben und ein bisschen früher ins Bett gehen. Und wenn ich das Ganze im Livestream mache, dann schneide ich das meistens mitten in der Nacht, Digga. Und da habe ich absolut keinen Bock drauf heute. Ich wollte mal früh ins Bett gehen, damit ich einen besseren Schlafrhythmus wieder. Und deswegen nehme ich es hier einfach nochmal so auf. Ich gucke erstmal in den Summit rein. Ja, wir gehen erstmal mit dem zweiten Account rein. Ja, erstmal gucken, wie der so gelaufen ist. Ja, ah, guck mal hier. Ja, hier kriegen wir auf jeden Fall legendäre Hypercard-Teile. Ja, den Rest. Den anderen den kriegen wir, glaube ich, beim nächsten Summit, ne? Keine Ahnung. Egal. Ich brauche sowieso nicht. Vielleicht braucht ihr es das ja. Weiß ich nicht. So, und Silvester Nitro gab es hier. Haben wir uns schon angeguckt. 240 war das, ne? So. Ah ja, guck mal hier. Im jetzigen Summit bekommen wir hier auf Gold die nächsten Teile, ne? Das gerade war nur ein Teil und jetzt bekommen wir den Rest. Egal, wir gehen mal auf den anderen Account rüber. Mal schauen. Mit dem einen Account 240, mit dem anderen 237. Ja, beste Leben. Wer von euch ist dazwischen gelandet? Schreibt einen Kommentar, wenn ihr dazwischen wart. So, einen Bums auch noch einsammeln hier eben schnell. Jalla, jalla. So, wir gehen hier rein, ja. Wir gucken mal, wo wir anfangen. Ich mache meistens immer den Schmutz zuerst. Ihr kennt mich. Und das sieht hier gerade aus, als wäre hier nur Schmutz drin, ne? Digga, Rallycross, Rallycross, Rallycross. Offroad-Flucht, Offroad-Slalom, beste Leben, Digga. Gar kein Bock. Gar kein Bock, Digga. Okay, Leute, rein ins Rallycross-Rennen auf einer Rallye-Rennstrecke. So, mit einem Rallycross auf der Rallye-Rennstrecke habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Das einzig Blöde ist, glaube ich, einfach, dass du hier nicht so eine hohe V-Max fahren kannst. Weil ich glaube, die Rallye-Cross-Fahrzeuge generell ein bisschen langsamer sind. Oder halt einfach nicht so, so gut beschleunigen hier auf der Strecke. So, warum mache ich es gerade mit dem Auto? Nein, ich bin nicht dumm. Doch, bin ich, aber ich bin einfach gerade zu faul. Jo, perfekter Sprung auf jeden Fall. Bin einfach gerade zu faul, die Teile auf ein vernünftiges Auto zu machen. Und deswegen fahren wir jetzt einfach mal hier mit dem schnell. Was würde ich empfehlen, kann man schon mal sagen. Also ich würde empfehlen, dass ihr das entweder mit dem Citroën C3 macht. Das ist mein All-Time-Favorite Rallycross-Auto. Oder wenn ihr ihn schon gekauft habt, weil der ist ja, ja relativ neu geht, ne? Den Mitsubishi Lancer Evolution. Wenn ihr den habt, dann würde ich es damit machen. Also der Evo auf jeden Fall das beste Rallycross-Auto, besser als der C3. Aber ich glaube auf der Strecke nicht mal ganz so wichtig, weil ihr seht schon, hier sind keine Kurven, Digga. Also hier sind wirklich fast keine Kurven. Also im Prinzip könnt ihr es eigentlich mit irgendeinem Rallycross-Auto machen. Hauptsache, ist nicht das langsamste, ne? Und ich würde es vielleicht nicht mit der letzten Ami-Karre machen. Weil dann kriegt ihr wahrscheinlich den kompletten Herpes, wenn ihr mit dem Ding fahrt. Ja, aber ihr seht schon, guck mal hier, kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Gut, die hatten jetzt einen Fehler da drin, beziehungsweise zwei. Einmal falsch gesprungen und einmal vom Baum geballert. Ansonsten kannst du ja eigentlich nicht viel falsch machen, ne, wie man sieht. Ist eigentlich easy, deswegen werden hier auch viele Leute ähnlich viele Punkte haben. So, 2 Minuten 5, das müsste ich nochmal machen. Sind erstmal 115.000 Punkte, aber das muss ich nochmal fahren am besten. So, wie gesagt, ich habe es mit dem Wagen gemacht. Das Set, was ich eingebaut habe, ist natürlich ein kompletter Nitro-Mischer. Der ist ein bisschen durchwachsen hier, ja. Ich habe hier Matschig und Extra-Portion in manchen Teilen. Und bei manchen habe ich halt ganz normal, was ich auch empfehlen würde, Pur- und Extra-Portion überall drin. Das würde ich am liebsten überall reinmachen, aber habe ich noch nicht so kalibriert. Wie gesagt, macht es nicht unbedingt mit dem Auto, sondern vielleicht lieber hier mit einem Citroën C3 oder halt irgendwas, was eine gute V-Max hat. Ne? Vielleicht könnt ihr es auch einfach damit machen, dürfte auch eine ganz gute V-Max haben. Den Mitsubishi habe ich jetzt nicht, deswegen kann ich ihn auch gar nicht nehmen. Zu den ganzen Fahrzeugen, egal was ihr euch aussucht, findet ihr die Profi-Einstellung im Discord. So, weil ich den Wagen schon habe, Rallycross Enforcer Unit. Da gehen wir jetzt mal rein mit dem Ding. So, zwei Möglichkeiten. Entweder ich kenne das Rennen noch nicht oder das ist neu. Weil, das heißt Bayou, Digga, das sagt mir gerade gar nichts hier. Das Enforcer-Rennen. Ja, die Sirene hat er direkt mal ausschalten wieder, ne? Gar keinen Bock. Nehmen wir dann mit hier den Eumel. Ja, also hier, es gab mal einen Trick, der zum Glück mittlerweile gepatcht ist. Deswegen brauche ich euch da jetzt auch nichts mehr zu sagen.
Das Einzige, wie ihr hier vielleicht noch ein bisschen besser werden könnt, ist, wenn ihr erstmal alle Autos direkt trefft. Und ich habe vorhin noch einen ausgelassen, glaube ich. Und ihr könnt es auch mit einem Kollegen machen. Und wenn ihr euch nicht behindert, dann könntet ihr auch das Ganze schneller beenden, logischerweise. So, das sind erstmal 120. Kann man auch noch mal ein bisschen besser machen, aber reicht erstmal. So, perfekt, wir sind schon Platin, können eigentlich wieder aufhören, Kappa. Ne, wir gehen jetzt hier rein ins Rallycross mit einem Camaro RS. Gar kein Bock. So. Ah, die Strecke kennen wir, glaube ich, ne? Ja, da fahren wir nämlich jetzt hier rechts. Ah, guck mal, ich spiele schon mit dem Gas. Aber er rutscht einfach trotzdem weg, ne? Digga, dass du auch immer mit so dreckigen Ami-Autos hier fahren musst, ne? Das ist echt nervig in dem Spiel, ne? Digga, es gibt keine einzige Ami-Karre hier, die halbwegs geil fährt, Mann. Das fuckt einfach nur ab, damit zu fahren. Ja, ein paar Driftpunkte haben wir auf jeden Fall gesammelt. Perfekt. Ich hätte sogar gerade durch das Tor noch besser durchfahren können. Finde ich persönlich, macht aber irgendwie mehr Sinn, wenn man auch ein gutes Auto hat. Weil je mehr Speed du da gleich hast, umso schneller bist du. So, Achtung. Wenn ihr hier links vorbeifahrt, könnt ihr direkt hier mit Highspeed reinfahren. Problem ist halt einfach nur, die Karre ist halt Schmutz. Soll man dazu noch sagen, ne? Also mit einem vernünftigen Auto fährt man eigentlich hier eine... was fährt man hier? Eine Minute 40 oder 50? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall besser, als das jetzt hier wird. So, jetzt habt ihr es gesehen, ne? So fahrt ihr hier durch. Und hier müsst ihr gucken, Alter. Ein bisschen mit dem Gas spielen. Vielleicht auch einfach mal Gas ganz wegnehmen und einfach rumrollen lassen. Weil wenn ihr rutscht, dann verliert ihr halt einfach Geschwindigkeit. Auch hier in der Kurve. Auch kritisch. Oh, 34? Ne, dann fährt man mit einem richtigen Auto auf jeden Fall 1,15 oder sowas. Ja, 1,15 war das, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Mal, was gibt das jetzt hier? Das reicht mir mit dem Scheißhaufen. So, ja, komplett demoliert die Karre, perfekt. Hier habe ich auch denselben Nitro-Mischer wie gerade drin. Muss ich jetzt nicht nochmal zeigen, ne? Bisschen matschig. Ich empfehle euch einfach, macht das hier rein. Pur, extra Portion, überall, fertig. Manche machen auch ein bisschen matschig rein. Könnt ihr auch gerne machen, wie ihr wollt. Ich habe hier auch ein bisschen matschig drin, aber nur, weil ich es noch nicht perfekt kalibriert habe. Profi-Einstellungen bitte drauf machen, weil sonst ist der Wagen noch schlechter, als er jetzt sowieso schon ist. Also direkt ab in den Discord und mal nachschauen. So, dann haben wir jetzt hier unten noch Rally-Raid mit einem Enforcer. Easy. So, ja, piss dich, Junge. Mein Gott. Geht schon gut los, ey. Ja, Sirene direkt wieder aus. Voll nervig. Stirb. Scheiß mal auf den. Den nehmen wir jetzt nicht mit. Ey, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt nicht stirbst, ne, dann hast du dich aber komplett aus, ey. Einmal rein in den Haufen hier so ein bisschen. Ja, perfekt. Läuft schon wieder gut. Merkt das schon. Nee, nicht vor dem Baum, danke. Was? Ey, Digga, die haben auch manchmal... Ja, nee, komm. Also manchmal haben die auch Leben. Das gibt's nicht, ey. Die Strecke kenne ich auf jeden Fall. Die ist nicht neu. Achso, ich dachte, hier muss ich auch noch. Ja, okay, scheiß drauf. Ja, reicht erstmal. So, ihr habt gesehen, ich habe das hier mit dem Raptor gemacht. Ich habe hier ein Nitro-Mischer-Set mit überall Pur- und Extra-Portionen. Nicht wundern, ich habe überall 1% mehr, ne? Weil das die Dinger vom Summit mal sind, die konnte man gewinnen. Dafür würde ich euch auch die Profi-Einstellung aus dem Discord empfehlen, wenn ihr es mit dem machen wollt. Ich habe das jetzt mit dem gemacht, weil das der einzige Polizei-Rally-Raid-Wagen ist, der die 300 km/h ungefähr knackt. Der ist wahrscheinlich vom Fahren besser. Der ist eigentlich komplett kacke. Den könnt ihr eigentlich aus eurem Gedächtnis streichen, schon den Wagen. Das Ding ist, der ist langsamer tatsächlich, hat der Türke mir auf jeden Fall erzählt. Der fährt nur 275 oder so. Aber in der Kurvenperformance auf jeden Fall besser, denke ich mal. Bin ich aber auch noch nicht gefahren. Und der ist halt schneller. Aber ihr habt ja gesehen, man fährt eh kein Highspeed. Also könnt ihr ruhig den Hammer nehmen, falls ihr den habt. So, jetzt haben wir noch die zwei Street Race Rennen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall richtig jetzt. Wir fangen an mit dem Testarossa. Ferrari Testarossa. Nein, Ferrari Testarossa. Okay, Apache kann es besser, lass mal lieber sein. Ja, Miami Hafen. Also bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, sind alle so einfache Strecken, ne?
Also da gibt es wirklich keine, keine Ahnung, krassen, schwierigen Kurven oder irgendwas, ne? Hier einfach durch die Röhre durchscheppern. Mit Yalla Speed. Der Wagen ist echt nicht schlecht. Kann man sehr gut fahren. Außerdem die Optik, Digga. Maschallah. Einfach geil. Einfach geil. Für den Wagen habe ich jetzt die Profi-Einstellungen nicht drauf gemacht. Wenn ihr meint, der gefällt euch nicht, dann probiert die aus dem Discord aus. Ich baue jetzt hier keine ein, brauche ich nicht. Finde den Wagen, der Wagen ist so nice, wie er halt fährt. Feier ich. Einmal zu viel gebremst, war schon wieder unnötig. Achso, bei dem Rennen ist vielleicht auch noch ganz cool, wenn ihr einen Kollege habt. Ne, weil dann könnt ihr das hier schön zusammenfahren. Könnt ein bisschen Windschatten gegenseitig boosten. Das bringt bei der Strecke auf jeden Fall auch ein bisschen was. Nur ich bin dann jetzt einfach alleine, Digga, und ja. It is what it is. Ja, ist eigentlich ziemlich langweilig, ne? Du musst hier eigentlich nichts können. Diese eine Kurve, da kriegt man manchmal nicht so toll hin. Manchmal kriegst du besser hin. Einfach ein paar Mal fahren. Vielleicht fahre ich das später auch nochmal. Ja, jetzt auf jeden Fall. Aber eigentlich sehr easy. Bis jetzt wirklich easy. Ich bin gleich mal gespannt auf die Flüchte. Fluchte? Fluchts? Digga, was ist die Mehrzahl von Flucht? Eine Flucht? Zwei? Zwei Flüchte oder was? Ich keine Ahnung. Ja, wirklich keine Ahnung. Was ist die Mehrzahl von Flucht, Digga? Weiß ich nicht. Gleich mal im Duden nachschlagen, Alter. So. Ja, dumm mit dem Unfall, ne? Dämlich. Dämlich, dämlich. Aber sind erstmal 125. Ja, kann ich gleich auch nochmal einmal ohne Unfall fahren. Reicht erstmal. So, 512 TR Testarossa ist ein komplettes Nitro-Mischer Set drin. Natürlich. Und auch natürlich mit extra Portionen und pur. Überall auf volle Pulle, natürlich. Ja, versteht sich von ganz alleine. Profi-Einstellung habe ich gerade schon gesagt. Ich habe keine drauf. Wenn ihr welche braucht, guckt im Discord nach. So, jetzt hat letzte Street Race mit dem Carrera 4S. Auch absolut nice. So. Eins meiner Traumautos in Real Life, Digga. Ey, und im Spiel finde ich richtig nice, dass sie den Wagen so gut gemacht haben, ne? Alter, ich dachte, man kann durch den Busch da durchfahren, du. Finde ich wirklich geil, dass sie den hier so gut gemacht haben. Weil das ist echt ein sehr, sehr brauchbares Auto, ne? Ist jetzt nicht vielleicht das beste Auto im Spiel, das muss es aber auch nicht sein. Aber der ist vom Fahren... Ja, Bruder. Das ist einfach geil. Und dann so eine Schönheit, ne? So eine Schönheit, Mann. Also wirklich der einzige Porsche, den ich persönlich noch geiler finde. Türke wird die Antwort jetzt wissen. Turbo S. Genau. Der aktuelle Turbo S. Der. Aber der ist auch einfach ein Traum. Einfach ein Traum. Wenn die Kacke nicht zu teuer wäre, hätte ich schon einen. Naja, was sollst du machen? Ja, ihr seht schon hier bei der Strecke... Würde ich auch für sinnvoll halten, das mit einem Kollege zu machen. Mit einem Kollege, der genauso gut oder ein Ticken besser ist als ihr. Wie ihr seht, ein paar Kurven sind hier drin, deswegen wäre es scheiße, wenn euer Kollege halt voll schlecht ist und ihr seid voll gut. Dann bringt euch das ja nichts. Einfach mit einem Kollege machen, der ungefähr so gut ist wie ihr. Dann könnt ihr hier auch schön ein bisschen Windschatten geiern. Ansonsten ist die Strecke jetzt auch nicht so schwierig, ne? Zumindest bis jetzt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war... Also, ich kenne sie jetzt nicht auswendig, Digga. Ich weiß nicht, wann ich die mal gefahren bin. Keine Ahnung. Schon lange her, auf jeden Fall. Seht ihr das? Die Bremsen von den Dingen, die packen. Die packen so rein. Du musst gar nicht so stark bremsen, wie ich das jetzt hier mache. Guck mal hier. Wieder zu viel gebremst. Einfach wieder zu viel gebremst. Du musst teilweise gar nicht bremsen, Junge. Der Wagen ist einfach zu gut. Zu gut, Alter. Zu gut. Und ich habe jetzt auch keine Profi-Einstellung drauf, ne? Könnt ihr auch gerne, wenn ihr wollt, fahrt den Wagen einfach mal ohne Profi-Einstellung. Macht danach die Einstellung drauf, die bei mir im Discord stehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann ja mal einen Kommentar schreiben, was ihr dann besser fandet. Vermutlich sind die Profi-Einstellungen
machen den Wagen mit Sicherheit einen Ticken besser. Aber das Einzige, was du aus Gold halt machen kannst, ist vielleicht noch Platin oder so, aber ja, der Wagen ist einfach schon geil, ne? Digga, so eine entspannte Strecke, Digga. Wo ist der Türke, wenn man ihn mal brauchen kann, ne? Der schläft schon wieder, der Lümmel. Na gut, um 7:30 sollte man eigentlich auch schlafen, ne? Und hier auch, jetzt wieder schön, könnte man durchziehen. Da hinten kommt noch eine leichte Rechtskurve und dann ist wieder geradeaus. Ach, schade. Schade. Und die die hätte ich auch Vollgas fahren können. Ja, dämlich. Das kann ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Du kannst ja wirklich hier 90% ohne zu bremsen durchfahren. Was ist denn das? Die Strecke gefällt mir. Ihr seht ja, ich mache das alles hier first try, ne? Das seht ihr an dem Strich jetzt ganz oben in der Mitte. Die beiden Striche. Da seht ihr vorher, habe ich keine Zeit gefahren. Deswegen seht ihr, dass es first try war. So, 4S. Der gleiche Nitro-Mischer ist hier verbaut wie gerade beim Testarossa. Mit extra Portion und pur. Das war's. So, dann gehen wir mal rein in den Slalom hier erstmal. Und danach machen wir die beiden Flüchte oder wie es auch immer heißt. So, mein großer Nachteil mit diesem Account ist leider, obwohl es mein Hauptaccount ist, Digga, ich habe hier nur den Punktebrecher, den ich mal irgendwann für, ihr seht es wegen dem Lehnsmann, irgendwann habe ich den mal für Motorrad gemacht. Ja, also Leute, macht das am besten mit einem Auto, ja. Ich empfehle euch direkt schon mal ein Rallye-Raid-Auto. Und zwar würde ich euch empfehlen, macht das mit dem Hammer HX Concept als Polizei. Oder wenn ihr das Hobby schon fertig habt, könnt ihr es auch direkt mit dem Wagen machen, den ich hier auch nicht habe. Also mit dem Hammer HX Concept ohne Enforcer Unit dahinter, ne? Den kriegt ihr halt bei den Hobbys. So, ich würde euch erstmal empfehlen, erstmal Anlauf zu nehmen hier. Ja, ruhig so viel, wie ihr könnt, ne? Aber nicht zu viel, sonst wisst ihr nachher nicht mehr, wo ihr langfahren müsst. Ich finde es echt absolut kacke mit dem Motorrad, sag ich euch so, wie es ist. Also ich würde es lieber mit dem Auto machen. Ja, oder ich muss halt die Teile ins Auto einbauen. Aber das ist halt auch absolut dämlich, weil da überall Lehnsmann drin ist. Ja, das ist einfach, Digga, das nervt mich echt übelst. Motorrad dreht erstmal durch wie ein Dulli, Alter, perfekt. Ich glaube, wichtiger erstmal, dass ihr die Strecke hier gesehen habt, ne? Ich glaube, am Ende kann man noch einen kleinen Trick in Anführungszeichen machen. Mal gleich mal gucken. Irgendwo hier. Ja! Scheiße. Nee, doch, da war doch kein Trick mehr dabei. Okay. Einfach heile schnell rein hier. So, wie viel wäre das jetzt hier? Mal gucken. Ist natürlich, boah, wenn ich drüber rede, ne? Übelst kacke, Alter. Einmal noch schnell mit dem Auto gemacht, damit ihr auch mal seht, wie das läuft. Läuft definitiv besser, ne? Es war ziemlich dumm mit dem Punktebrecher, den ich da kalibriert habe, aber was willst du machen, ne? So, jetzt haben wir auch annähernd die Maximalpunktzahl. Das reicht auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal rein in die erste Flucht hier. Die ist, auf der Straße. So, ihr könnt es auf verschiedene Varianten machen. Entweder ihr macht es mit einem Hypercar. Ist ein bisschen einfacher aufgrund des Verkehrs. Ihr könnt halt leichter ausweichen und die Kurven sind natürlich einfacher. Generell ist es einfacher, mit einem Hypercar zu fahren. Ja, dann nehmt einfach das, was euch am besten gefällt. Ich sage da jetzt keine Empfehlung. Logischerweise auch Nitro-Mischer mit extra Portion und pur dann einbauen. Ja, ist klar. Weiter kommt ihr auf jeden Fall, wenn ihr das mit einem Drag-Auto macht. Ist aber auch wirklich schwieriger, ne? Da habe ich jetzt bei mir einen kompletten Nitro-Mischer drin. Mit pur und fanatisch. So, also erstmal, wenn ihr hier so steht, dann fahrt ihr erstmal links an dem Tor vorbei, ne? Die Flucht kennen wir schon, die ist jetzt nicht neu. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Einfach bis zum Ende hier durchscheppern. Ihr seht schon, hier sind schon ein paar Leute, ne? Da wisst ihr auch warum, seid ihr richtig. So, und jetzt fahrt ihr Vollgas durch das Ding durch. Das mache ich jetzt aber absichtlich mal nicht, weil ich euch zwei Möglichkeiten zeigen will. Ah, hallo, guten Tag. So, und zwar die erste Möglichkeit, die auf jeden Fall einfacher ist. Na, ihr seht schon, er Kollege fährt links. Das ist der beste Weg. Einfache Möglichkeit ist, wenn ihr hier rechts lang fahrt. Ja, weil hier sind nicht so viele Kurven drin. Jetzt am Anfang so ein bisschen und in der Mitte noch einmal ganz kurz. Und dann war es das auch wieder, ne?
Jetzt kommt hier noch die Rechtskurve. Ja, okay, ich bin nicht durch das Dingens gefahren. Ja, und dann könnt ihr halt einfach die ganze Zeit geradeaus fast nur fahren. Problem ist, ihr kommt dann irgendwann ist die Straße zu Ende. Da geht die Straße nur noch links oder rechts. Und wenn ihr geradeaus fahrt, dann fahrt ihr über einen Acker drüber. Ja, so, zweite Möglichkeit ist halt, wie gesagt, ihr fahrt jetzt nicht hier rechts lang, sondern ihr fahrt hier links hoch. Und hier ist es eindeutig schwieriger. Erstmal sowieso, Verkehr ist absolut Herpes. Und hier sind richtig viele Kurven. Da müsst ihr echt gut fahren können, vor allem mit dem Drag-Auto. Das machen wir jetzt mal. Was ihr auf jeden Fall machen müsst für das Ding, sind Profi-Einstellungen. Weil ohne Profi-Einstellungen wird der bei euch gar nicht lenken. Guck, ihr seht schon, wie ich hier lenken kann mit dem Ding. Und wenn ihr das bei euch ausprobiert, da werdet ihr gar nicht lenken können oder fast nicht. Deswegen müsst ihr da auf jeden Fall Profi-Einstellungen drauf machen. Die findet ihr natürlich auch bei mir im Discord. Und da müsst ihr nochmal, Achtung, wenn ihr es im Discord rausholt, es gibt zwei verschiedene Profi-Einstellungen für das Ding hier. Also erstmal mit einem anderen Drag-Auto würde ich es jetzt nicht machen, weil der ist halt schon für die Kurve ziemlich nice, von den Drag-Autos zumindest. Und wie gesagt, da gibt es zwei verschiedene Profi-Einstellungen. Probiert einfach aus, mit welcher von beiden ihr am besten klarkommt. Die sind auf jeden Fall beide sehr, sehr gut. Aber ihr müsst ausprobieren, was euch am besten gefällt. Der Unterschied ist jetzt nicht so krass, aber der eine oder andere wird ihn vielleicht merken, also könnt ihr einfach testen, was ihr Bock habt. So, ihr seht schon, ich habe jetzt wieder lange im vierten Gang rumgehangen und im fünften Gang bist du wesentlich schneller. Ich glaube instant erstmal 100 km/h schneller mit dem Ding. Deswegen, wenn ihr absolute Pros seid, dann macht euch manuelles Getriebe rein und schaltet selber. Weil ihr seht schon, der hängt manchmal echt übelst lange im vierten Gang rum. Und das ist halt verschwendete Meter, die man dann macht, ne? Digga, ich habe auch wieder die beste Zeit rausgesucht hier, ne? Guck mal, der Zorrader. Absolut nebelig hier, siehst gar nichts. Beste Leben. Ja, moin. Ja, ihr könnt direkt schon mal euch merken, aufpassen. So, ab hier geht's eigentlich nur noch geradeaus weiter. Also hier auf dieser Strecke kommt ihr weiter. Ihr seht, ich hatte etwas mehr geschafft als bei der anderen Strecke. Aber hier kann man, das ist der Unterschied, hier könnt ihr noch viel, viel weiter fahren. Da müsst ihr aber auch richtig gut sein und Glück mit dem Verkehr haben, leider, ne? So, wir gehen mal rein in die andere Flucht hier, Offroad. So, ich habe gerade schon mal ein bisschen geguckt. Also, auch hier bei der Flucht, also ich werde es mit dem Hypercar fahren, so viel steht fest. Ganz normal, Nitro-Mischer mit Pur- und Extra-Portion. Ich habe auch schon wieder ein paar Freaks gesehen, die das hier mit einem Jack-Auto gemacht haben. Ich habe die Strecke jetzt schon ein bisschen angeguckt, ich habe ein bisschen was ausprobiert. Man kann es tatsächlich mit einem Drag-Auto machen, aber das ist, also ich sag mal so, wenn ihr nicht den allerschlimmsten Herpes eurer Lebenszeit haben wollt, dann macht's mit einem Hypercar, Digga, sonst, wirklich, real talk. So, jetzt pass auf. So, wenn ihr so hier steht, dann fahrt ihr jetzt einfach so wie ich, einfach ein paar Mal angucken. So, hier runterfahren. Hier drüber springen. Und hier so zwischen die Bäume durch oder auch rechts am Baum vorbei, geht auch. Je nachdem, wie ihr das gerade schafft. Und jetzt müsst ihr gucken, ich werde das Bild gleich einmal anhalten. Ihr seht an der, da hinten eine Straße, ne, so ein Straßenkreuz. Und da müsst ihr halt versuchen, geradeaus auf die Straße drauf zu kommen. Und am besten ihr versucht halt hier wirklich keinen Baum zu berühren. So, zack, jetzt sind wir drauf. Wenn ihr das bis hierhin geschafft habt, ohne Baum zu berühren, und ihr wart nicht gerade ultra lahmarschig, dann habt ihr schon fast gewonnen. Jetzt fahrt ihr hier links. Ihr habt gesehen, man hätte auch rechts fahren können. Habe ich schon probiert, da kommst du aber nur bis 10.000 Meter vielleicht. Da ist die Zone einfach zu schnell. Deswegen fahren wir hier links. Und jetzt fahren wir quasi New York einmal rückwärts. Ja. Wir sind jetzt ungefähr, also bei der Hypercar-Strecke New York. Nicht die Stadt New York, Leute, ne? Ich sehe schon wieder die Kommentare, Digga. ist doch gar nicht New York hier. Ja, ich meine die Hypercar-Strecke New York. Die fahren wir jetzt rückwärts. Und wenn wir bei New York jetzt die Strecke fahren würden, sind wir ungefähr jetzt bei 45-40%. Ja? Also wir fahren jetzt alles, den ganzen Highway rückwärts. So. Ab jetzt kommt eigentlich nichts mehr, was so krass schwierig ist. Ich sag mal so, wenn ihr einmal die Strecke kennt, so wie ich es jetzt fahre, dann kriegt es eigentlich hin. Also im Prinzip müsst ihr jetzt immer nur noch der Straße folgen und nicht irgendwo falsch abbiegen, ne? Das ist wichtig.
Ja. Also wie gesagt, bei der anderen Strecke, wo man nach rechts fahren konnte, da habe ich ungefähr 10.000 Meter geschafft. Und hier... beste Leben. Und hier, ja, da siehst du, das, das ist schon wieder locker 5.000 Meter am Ende, ne? Ja, egal. Auf jeden Fall, hier könntest du auf jeden Fall 20 Kilometer mindestens schaffen. Und wenn du gut durchgekommen bist, was ich auch schon geschafft habe, dann schaffst du auch 30 Kilometer. Wenn du natürlich komplett krank fährst und perfekt fährst, gehen auch locker 40 mit dem Hypercar. Dann wird aber schon relativ eng, ne? Also 40 Kilometer würde ich sagen, mit dem Hypercar geht klar. Wenn du perfekt fährst und übelst Glück hast mit dem Verkehr und so. Mit einem Drag-Auto, ja, ist halt der Herpes des Todes, ne? Aber da kannst du natürlich noch mehr schaffen. Hier ein bisschen aufpassen, weil hier rutschen die Autos gerne mal um die Kurve rum. Hier wieder schön durchziehen. Jetzt kommt nochmal eine Assi-Kurve im Tunnel hier. Also ich fahre jetzt einfach immer Vollgas und Wallgrind hier kurz. Macht das ein bisschen besser als ich, ne? Und fahrt genau an der Wand. Das Auto auch schon wieder, ne? Digga, also... Also ich bin immer noch dafür, dass Ubisoft sich irgendwas überlegt, dass hier jeder wirklich die gleichen Voraussetzungen hat. Das heißt, jeder hat das gleiche Wetter und jeder hat hier keinen Verkehr. Das ist nämlich übelst unfair eigentlich, weil der eine fährt im Schnee, der andere bei Dunkelheit, der andere bei Sonne, der nächste fährt im Regen, der eine hat viel Verkehr, der andere hat wenig Verkehr, einer hat gar keinen Verkehr, habe ich auch schon oft gesehen, habe ich auch schon ein paar Mal selber gehabt. Das nervt einfach. Es ist halt einfach unfair, ne? So, ihr seht schon, wir haben jetzt schon die 20 Kilometer und tatsächlich ist es bei dieser Flucht so, je weiter ihr kommt, umso mehr, je weiter ihr kommt, desto mehr, desto mehr Punkte habt ihr am Ende. Klar, macht irgendwo Sinn, aber bei den meisten Flüchten, oder was die Mehrzahl da halt ist, da macht es irgendwann keinen Sinn mehr weiterzufahren, ne? Aber bei dieser Flucht, da macht es Sinn. Also jetzt würde ich nicht sagen, ihr habt 20.000 Kilometer erreicht, rein in die Bremse und dann scheiß drauf. Nee, das reicht nämlich noch nicht. Das reicht noch nicht. So, wenn ihr übelst gut durchgekommen seid, Leute, merkt euch das. Hier bei 28 Kilometern könnt ihr hier rechts auf dem Highway drauf fahren. Ja, und dann fahrt ihr durch Detroit einmal komplett durch. Das wäre der optimale, perfekte Weg, wenn ihr richtig Vollgas durchziehen wollt. Wenn ihr mit einem Drag-Auto fährt oder so und ihr seid voll gut durchgekommen, dann könnt ihr da lang fahren. Ich mache aber jetzt hier Folgendes. Hier geradeaus. Und jetzt versuche ich da hinten noch auf die Straße drauf zu kommen. Irgendwie mit ein bisschen Luck. Nice. Mit ein bisschen Luck drauf kommen. Ja, ihr seht schon, ne? Das ist hier echt... nicht so geil. So, na, siehst du, es wäre noch weitergegangen. Jetzt kommen hier halt noch ein paar Kurven. Ja, und also da ist halt schwierig mit der Zone. Aber jetzt seht ihr das hier, den Highway. Ihr seht jetzt wieder geradeaus durch. Hier fahrt ihr wieder nur geradeaus durch, Digga. Aber die Punktzahl war halt schon sehr gut. Ich will euch noch kurz zeigen, wenn ihr das wirklich schaffen solltet. Ich hätte es so gemacht, weil ihr seht, hier macht die Kurve... Die Kurve, ja, wahrscheinlich. Hier macht die Straße so einen Linksknick, ne? Also ihr fährst hier links, dann fährst du wieder rechts, macht keinen Sinn. Also wenn ihr hier seid, wo ich war, ihr seht, ich wollte schon über den Sand, fahrt ihr am besten noch über die Straße ein bisschen und dann hier geradeaus durch, hier zwischen die Bäume, nicht an der Kurve, weil hier ist eine Leitplanke, vor der Kurve drauf, dann müsst ihr noch die Rechtskurve schaffen hier und dann könnt ihr eigentlich wieder voll entspannt, ich suche mal ein bisschen weiter raus, könnt ihr hier oben voll entspannt noch weiterfahren, dann fahrt ihr durch Detroit. Ja? Dann habt ihr auch locker die 40 Kilometer. Das geht auf jeden Fall. 40 Kilometer mit dem Hypercar geht auf jeden Fall. Aber die Runde war halt echt nicht so gut. So, und wo ich gerade sagte, das Autobahnkreuz bei 28 Kilometer ist das. Da könnt ihr rechts fahren, das ist das hier, ne? Ich sag mal, hier seid ihr ungefähr bei 28 Kilometer. Und wenn ihr jetzt wirklich
perfekt den Berg runtergekommen seid und ihr habt kein Auto berührt, keine Wand berührt, ihr seid die ganze Zeit Highspeed gefahren, dann seid ihr richtig gut dabei, dann könntet ihr hier langfahren, ja, weil das ist ein richtig geiler Weg. Weil hier fährst du wirklich nur noch geradeaus. Du fährst jetzt hier, Chicago ist es hier, so. Du fährst die Straße hier runter, auf den Highway, das ist die ganze Zeit auch ein Highway hier, es sieht aus wie eine Innenstadt, aber es ist ein Highway. Und dann fahrt ihr hier, seht ihr wieder ein Autobahnkreuz und dann einfach der Straße wieder weiter folgen und dann fahrt ihr hier, andersrum guckt ihr natürlich, dann fahrt ihr links, fahrt ihr hier rechts weiter und hier ist wieder Highway, Digga. Vollgas, 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 Vollgas. Ne? Also mit einem Drag-Auto, ihr seid gut durchgekommen, das wäre der perfekte Weg. Ich habe es mit dem Hypercar bis jetzt noch nicht geschafft und ich werde es auch nicht nochmal versuchen, Digga, weil die Punkte finde ich auf jeden Fall in Ordnung. So Leute, für euch eine Sekunde, für mich 2 Stunden, Digga, ich bin gerade einfach aus dem Spiel rausgeflogen und da kam ich nicht mehr ins Spiel rein. Beste Leben, Kurs geht raus an diese Crew 2 Server. Es ist halt wieder optimal. Ich wollte euch eigentlich nur diese Übersicht nochmal zeigen jetzt hier. So, also ich bin überall noch einmal reingegangen hier, einmal noch gefahren und ja, jetzt sieht es so aus. Das Einzige, was mich ultra genervt hat, das bin ich jetzt bestimmt 5-mal gefahren, habe ich keinen Bock mehr gehabt. Die scheiß Flucht hier, ne? Alter, das ist so nervig. Ich habe jetzt hier nur 1000 mehr, aber das waren schon so viele Punkte. Also ich habe jetzt hier ja knapp unter 14.000 Meter, ne? Ey, nochmal 1000 Meter mehr wären mindestens 5.000 oder 6.000 Punkte gewesen, Digga. Das ist, ja, egal. Scheiß drauf. Erst auf jeden Fall das Ergebnis hier, völlig irrelevant, ne? Die Belohnung will eh keiner haben. Aber ist auch egal. Hier, Leute, für die, die hier immer nur auf YouTube die Leute anglotzen, ne, die Summits hier fahren, ne? Also da brauchen wir jetzt hier nicht flexen mit den Rang 12, ne? Also nächste Woche ist euch klar, da bin ich wieder auf 300, ne? Das sollte klar sein, ne? Gibt da so Leute hier, die machen den Summit direkt um 5 Uhr, Digga, und sind dann Platz 1 und dann callen sie einen da drauf oder was? Keine Ahnung. Aber das ist euch hoffentlich klar, dass es jetzt noch relativ früh ist und heute ist der erste Tag und das haben jetzt vielleicht ein paar tausend Leute erst gespielt. Dann ist logisch, dass man so weit oben ist, ne? Also nichts für den Flex hier. So, das soll es gewesen sein. Natürlich werden wir heute trotzdem streamen. Ja, heute ist Mittwoch, heute Abend, also Nachmittagabend, bin ich auf jeden Fall wieder live auf Twitch, also kommt immer vorbei. Und ja, dann sehen wir uns da. Seid am Start. Bis später. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.